Einen ganz kurzen Update hier von Thomas Klein für Bitcoin zum Thema Bitcoin. Ich habe ja in der Vergangenheit auch so einige Fehler gemacht. Ich bin jetzt sozusagen im Sparplan seit Beginn des Jahres mit dabei, mehr oder weniger. So Ende Q1, Q2 habe ich angefangen mit dem Sparplan. Und den halte ich auch weiterhin durch. Und zwar so lange, bis dass ich 2 Bitcoin mir erspart habe. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran, aber. Zumal jetzt auch so Leute wie der Dr. Julian, ja, so sagt, naja, jetzt ist Price Discovery, man sollte langsam mal überlegen, ob man nicht irgendwelche alternativen Coins dann und so weiter und so weiter. Interessiert mich alles nicht. Ich mache diese eine Strategie, ziehe ich jetzt durch, solange bis ich 2 Bitcoin habe, investiere da eben in meinem Sparplan rein, Cost Average, und habe mir jetzt sogar überlegt, ob ich sozusagen nicht den Sparplan etwas erhöhe, damit ich insgesamt schneller zu diesen 2 Bitcoin komme. Der Plan ist, dass ich innerhalb der nächsten 3 Jahre diese 2 Bitcoin dann habe. Und warum, das möchte ich jetzt ganz kurz hier nochmal anhand des 3-Monats-Charts oder des Jahrescharts hier nochmal ganz kurz, das reine Charttechnik sozusagen. Also, wir haben ja hier, da wo ich sozusagen auch nochmal. Ich habe zusätzlich zu dem Sparplan, also das ist Teil meiner Strategie, noch sogenannte Abstauberlimits, also Limit Orders sitzen. Die sitzen alle so um die 20.000, zwischen 20.000 und 30.000 K-Marke. Das heißt, wenn wir da wieder runterrauschen, kaufe ich zu dem Preis nochmal verstärkt nach, ja? Um sozusagen mein Cost Average also nochmal ein bisschen runterzuziehen auf das Niveau von im Schnitt 25k. Das ist so meine Strategie overall, ja, übergeordnet, weil ich der Überzeugung bin, dass Bitcoin irgendwann mal auf 1 Million steigt, ja. Davon bin ich zu 80% überzeugt. Zu 90% bin ich davon überzeugt, dass wir, also, das ist nur meine Meinung, klar, logisch. Dass wir also eine Viertelmillion sehen, auf jeden Fall 250.000 sowas. Und fast zu 100% bin ich überzeugt, also, dass wir auf jeden Fall nochmal einen Hype sehen, egal was mit Bitcoin irgendwann in der Zukunft passieren wird. Die 100k sehen wir auf jeden Fall. Ja. Nur wie und wann interessiert mich auch nicht. Weiß ich natürlich nicht, aber gar nicht, keine Glaskugel interessiert mich auch nicht. Aber der Hype als solches, wenn man mal den kompletten Hypes hier zurück, der Hype. Ja, dann der Hype und so weiter. Die kleinen Hypes hier 2013, die man jetzt gar nicht mehr wahrnimmt in dem Chart. Also sozusagen der Komplettzyklus von Bitcoin als solches, davon bin ich fast 100% überzeugt, ist noch nicht vorbei. Also das war nicht das Allzeithoch des Lifecycles, des Lebenszykluses von der Bitcoin. Dazu ist das Ganze noch viel zu jung, viel zu frisch. Es kann natürlich sein, dass es nicht mehr so ansteigt, wie es jetzt hat gewesen ist und so weiter, aber interessiert mich nicht. Na, wenn ich am Ende des Tages nur ein paar 10% Gewinn machen sollte, weil das Ding sozusagen, ja, weil ich halt ein Cost Average reinmache, na, und die, sagen wir mal, nicht die halbe oder die ganze Million halt sehen irgendwann, das ist mir auch egal. Ja, ganz ehrlich, so viel investiere ich auch nicht rein, das sind maximal 10% oder so. Insgesamt. Also es sind kleine Summen, kleine Mengen, aber immerhin, wenn wir natürlich dann, so wie ich, was ich davon ausgehe, mal die 500.000 sehen oder sogar die Million, wie gesagt, gehe ich von 80% von aus, dass wir das mal sehen, dann, was danach passiert, weiß ich nicht. Ja, also da würde ich auch ein Fragezeichen, weil irgendwann ist natürlich Schluss, ne? Irgendwann ist natürlich eine sogenannte Preissättigung dann auch oder Preisdiscovery dann auch tatsächlich erreicht. Ne? Und dann sollte man vielleicht ja, schauen, dass man da dann auch wieder irgendwann mal wieder rauskommt aus dem Ganzen und seine Gewinne mitnimmt. Aber das ist meiner Meinung nach nicht der Fall. Ich gebe dem Ganzen jetzt insgesamt der Time Horizon ist bei mir ungefähr auf 3 bis 5 Jahre. Und ich würde es wirklich wundern, wenn wir innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre hier keine neuen Allzeithochs sehen. So gesehen ist das Ganze auch nichts anderes wie etwas spekulativere Aktie. Ich erwarte da jetzt nicht super, super, super reich damit zu sein. Aber, und ich erwarte auch nicht wirklich, dass ich in den 3 Jahren die 2 Bitcoin schaffe. Es kann auch sein, dass wir da neue Hypes, neue Wellen sehen und ich dann einfach prozentual, proportional
einfach nur so kleine Mengen jedes Mal kaufe mit meinem Cost Average, dass ich vielleicht nur einen Bitcoin schaffe. Ne? Dann habe ich das eben nur so geschafft. Das würde aber auch gleichzeitig bedeuten, dass die 500.000 viel schneller kommt, als ich es dachte oder erhoffe. Und dann bin ich halt mit 500.000 dabei und habe halt nur einen Bitcoin anstatt von zwei. Also Bitcoin-Millionär ist ein großes Fragezeichen, ob ich das noch schaffe mit der Strategie. Aber darum geht es mir ehrlich gesagt gar nicht. Mir reicht einfach irgendwann mal Millionär zu sein. Und ob ich das mit Bitcoin bin oder mit irgendwas anderem, ist mir sowas von Schnuppe. Also, das ist meine Strategie. Nur ganz kurz, Cost Average. 3 Jahre, noch 2,5 Jahre, 3 Jahre durchziehen. Auf ein paar Monate hinterher, das ist echt wurscht. Fleißig arbeiten, sparen, 10-20% da Cost Average rein. Im Sparplan nicht drauf gucken. Ich mache im Übrigen mit einer kleineren, noch kleineren Summe das gleiche auch bei Ethereum. Ja. Und wenn wir nochmal diese Lows sehen, vom Mai, also nochmal diese 30, 25.000er Marken, dann sind nochmal kleine Orders nochmal zusätzlich mit dabei, ja, so dass ich, sagen wir mal, meinen Cost Average schon ein bisschen runterziehe. Ja, also ideal wäre halt natürlich, wenn es jetzt ganz noch ein bisschen seitwärts läuft, ein halbes Jahr oder Jahr, und dann halt irgendwann erst, weil ich dann natürlich das Ganze billiger bekomme, insgesamt dann einfach mehr Bitcoin-Prozente habe. Sehe ich persönlich als ein sehr wahrscheinliches Szenario. Noch ganz kurz meine persönliche Meinung. Ja, wie gesagt, bei dem ganzen Wissen kann sowieso niemand irgendwas. Ja, das ist ja mit das volatilste Asset, was es überhaupt gibt. Ist, dass wir nochmal einen Dip sehen, dass wir im Herbst nochmal irgendwie, dass es nochmal runterzieht und nochmal ein paar Hände rauswäscht. Deswegen habe ich ja auch hier die Limit-Orders setzen. Vielleicht sogar, dass es uns komplett runterzieht oder so, aus irgendwelchen Gründen, politische Gründe. Da kann niemand wissen. Ja? Und dass es dann sozusagen wieder so eine Art Winter gibt, ne? So eine Art Bitcoin-Winter. Ja, und wir über 6 Monate irgendwo auf 20.000 rumkrebsen. Ja? Und keine Sau mehr Bitcoin haben will. Aber gerade dann, ja, erst recht, würde ich auf jeden Fall den Sparplan weiter durchziehen und vielleicht sogar ab und zu nochmal ein Abstauberlimit reinsetzen. Ja? Weil den Fehler mache ich nicht noch einmal, dass ich dann zu dem Zeitpunkt rausgehe. Das habe ich ja schon gemacht. Ich war ja schon mal mit Bitcoin dabei und dann bin ich irgendwie bei 2000. Bei 2000 bin ich raus dann, ja, weil ich die Schnauze voll hatte. Und den Fehler mache ich nicht nochmal. Das heißt, Fehler machen ist okay, aber daraus lernen und nicht nochmal machen. Gesetz Einstein, ja, oder Einstein hat das, glaube ich, gesagt. Also, soll es gewesen sein wie dieses Video, meine Strategie, ja, irgendwann ist das Ding, ist hier eine Null dran, ne, sind wir auf 500.000 und ich habe dann meinen 1 bis 2 Bitcoin hoffentlich angespart, ja, dann werde ich wahrscheinlich die Kohle rausziehen und mal schauen, wo ich dann bis dahin wohne. Vielleicht mir dann dort ein schönes Häuschen kaufen oder sowas. Okay, bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Ganschus.